Ah, hallo zusammen. Es geht weiter mit Fortnite. Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. So, wir sind mitten in der sechsten Woche. Fortnite, Kapitel 3, Saison 2 und die nächsten Omni-Schwert-Aufträge sind da. Wir müssen mal wieder jeweils drei Omni-Schwert sammeln. Beim Außenposten der 7, beim Tümpel-Tempel und beim verbrannten Krater. Ja, der Außenposten der 7 ist hier oben im Schnee. Tümpel-Tempel hier hinter The Genesis oder zwischen Genesis und Sanctuary Richtung Rocky Reels. Und der verbrannte Krater, ach, der ist nicht zu übersehen, der ist bei Greasy Groove. Na komm, Mutti, was läuft? Das ist ja so komisch. Achso, Laubenergie zu Ende. Soll ich jetzt Nummer 1 mitnehmen? Zack. So, das ist Nummer 2 im Tempel drin. Ja, wahrscheinlich irgendwie oben im Tempel. Nummer 2 ist hier im Tempel. Nummer 3 ist doch hier auch bestimmt eine Etage tiefer versteckelt. Wo ist Nummer 3? Komm! Putt-putt! Ist wieder oben hier. Wo ist Nummer 3? Gibt's doch nicht. Ach gut, Depp! Lass mich mal in Ruhe hier, mein Freund! Ich bin hier in Top Secret Mission unter. Halt, den zuerst. Und ich halt die Pump damit. Da komm. Ja, das ist gut so. Das dritte Ding mal suchen hier, was das ist. Ist das hier oben? Wahrscheinlich. Komm ich hier hoch? Jo. Wo ist das? Wo ist es? Was ist hier noch eins her? Na, nu? Wo ist es denn? Hallo? Hier unten? Ach da. Dann nehmen wir noch das damit. Perfekt. So, erledigt. Tschüss. Krater. Ne, 7 schaffe ich noch. Verbrannter Krater. Das könnte ich noch gerade so schaffen. 700 Meter. So. Da ist Nummer 1. Da sind alle dicht beisammen. Eins. Zwei. Und an drei bin ich jetzt gerade irgendwie vorbeigelaufen. Oder? Ja, bin ich gerade vorbeigelaufen irgendwie. Und drei. Ach, hier, ein Krater drin, Gott. Na, das andere schaffe ich nicht mehr. So, auch wenn es am Anfang ist, werde ich jetzt schnell hier am Außenposten der 7 landen, um die restlichen Omni-Chips mir zu holen. Falls es nicht klappt, muss ich gleich nochmal machen. Aber ich gehe davon aus, dass die hier nicht so weit verstreut sind, die Dinger. Ist da oben natürlich auch keine Truhe, oder? Habe ich da auch eine Truhe? Habe ich da Glück? Warum läuft die Tante eigentlich nicht hier? Ich sehe mal, ah, unter mir sind die Chips, aber nur zwei. Ich wollte aber noch schnell hinflitzen. Ach, da ist einer. Nummer 1. Ich glaube, die Nummer 2 versteckt, Jungs. Unter mir. Wahrscheinlich unten drin, oder? Ich sehe nämlich nichts, aber muss ich jetzt klettern? Gucken wir mal. Hier drin ist hier ein Chip. Nehmen wir mit hier, das Zeug. Chip hier bei mir. Hör irgendwas. So, da muss der Chip da. Hier ist der nächste Chip und der andere ist wahrscheinlich hier drin oder eine Etage tiefer. Da, so. Und jetzt probiere ich noch, wenn ich schon mal hier bin, diese Mission 5x in 5 Sekunden. Ja, vielleicht klappt das ja. Einmal. Etwas. So, da ich noch mal schnell schauen, was ich mit den Omni-Chips noch alles anstellen kann. Ich habe, glaube ich, in letzter Zeit nichts mehr gekauft. Die müssten jetzt erledigt sein. Ja, in 5 Tagen geht es weiter. Das scheinen dann aber auch die letzten für diese Season zu sein, weil darunter kommt nichts mehr. Ja, dann will ich schnell gucken, was ich noch Schönes kaufen kann. Wo sind wir denn meine Schwertchen hier? 5, 6, dann wäre das hier vollkommen. Also 11 Stück, weg damit. Zack, weiter.
Einfordern. Nehmen wir das noch mit. Dann habe ich noch ein Chip übrig. Einfordern. Obwohl, das wird aber knapp da mit den Chips. Das bedeutet aber auch, wenn wir beim nächsten Mal noch Chips einsammeln können. Ja. Dann wird es aber trotzdem nicht reichen. Denn hier sind noch 4, 8, 12, 17. Dann haben wir da noch 21, 25, 30, 35 und 6 sind 41. 51 sind noch 60. Also um das alles vorzugehen, brauche ich noch 60 Chips. 6 habe ich noch. Ja. Nächstes Mal gibt es 12. Dann fehlen noch 48. Das bedeutet, die anderen Chips müssen wir erspielen mit den normalen Aufträgen. Denn, was ist denn hier für die normalen, für die normalen Aufträge gibt es ja, wenn man hier Saisonaufträge abschließt, gibt es ja auch Chips. Das heißt, ich werde gleich noch 2 dazu bekommen. Dann steigt dieser Zähler auch hoch. Nun ja. Wir werden sehen, was in nächster Zeit auf uns zukommt. Will ich noch gucken, was ich hier mit den 6 Dingern da mache. Also 2 kriege ich gleich und mache 8. Dann würde ich sagen, dann kaufe ich mir noch. Ja, das Schwert ist komplett durchdesignt. Der Schutz ist durchdesignt. Die Schwertmucke. Also die Soundeffekte interessieren mich nicht so, nicht so brennend. Ja, ich überlege mal, was für Charaktere ich so spiele. In welchen Farben. Dann könnte ich hier diesen Violetten auch nehmen. Gut. Und welche nächsten 2 kriege, dann nehme ich hier noch eine andere passende Farbe dazu. Ja, gut. Das soll es dann hier aber erstmal gewesen sein. Danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.